Es ist ja immer so, wenn du 3-1 führst, dann fällt das 3-2, dann ist der Gegner halt top motiviert, dann will er unbedingt, dann geht er nochmal los, dann ist bei der eigenen Mannschaft irgendwas halt im Kopf los, wo du nicht hundertprozentig weißt, wie kommst du an den Spieler ran, wie kannst du ihn nochmal motivieren, dass er nochmal Gas gibt, und dann machst du halt zweimal auch individuelle Fehler, lädst sie ja hier schön ein zu den Toren. Aber gut, im Endeffekt war es so, dass mir bewusst war, spätestens im Moment, als er abgepfiffen hat und wir in die Verlängerung mussten, dass wir das Spiel hundertprozentig gewinnen werden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir in der Verlängerung relativ früh das Tor. Wir wurden auch nicht mehr richtig gut attackiert. Das war wirklich ein schönes Spiel. Und in der Verlängerung könnten wir nochmal schön ausspielen. Alles war gut. Also wir waren schon im Vorteil in der Verlängerung, denke ich. Erstmal vorab bin ich super stolz auf meine Truppe. Ja. Und auch schon heute eine schöne Kulisse gehabt hier am Borger. Aber wie gesagt, richtig stolz auf die Jungs. Ne? Die haben im Rückstand 3-1 abgeholt, haben gut gekämpft. Die haben vor allen Dingen mutig gespielt. Ja. Lockstedt hat mich erst, ich dachte, die gehen rauf, aber du hast das Spiel auch gesehen. Die haben sich hinten mehr oder weniger eingeigelt und unsere Jungs haben halt Gas gegeben. Nachher fallen halt dumme Tore und das geht dann vom Kopf her aus nicht mehr. Wenn du schon in die Verlängerung reingehst, dann spielst du entweder alles oder nichts und wir haben leider nichts bekommen.